Und damit willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play. Und dabei handelt es sich um den Free-to-Play-Titel Arc Age. Und wir wollen uns jetzt hier erstmal einen Server aussuchen. Ich kenne mich jetzt hier soweit noch gar nicht aus. Elf gesperrt, Harantanai gesperrt. Also hier ist eigentlich alles schon gesperrt, glaube ich. Ich glaube, es gibt nur vier Rassen. Und wir nehmen einfach mal die... Wisst ihr was, wir haben ja Eier. Wir brauchen Eier. Ich habe aber Eier ausgewählt. Scheinbar wählt er noch oder wählt er noch. Scheinbar lädt er noch. Cool, wir haben einen Kopf. Achso, okay. Gut, jetzt können wir uns auswählen. Ein Nuyan? Ja, auch Eroberer des Kontinents genannt. Besitzt eine zutiefst spirituelle Kultur, in deren Zentrum die Anbetung von Nui steht. Der Göttin des Jenseits. Sie verehren die Tradition, Schönheit und Harmonie ihrer gefallenen Reiches und kämpfen furchtlos dafür, diese Eigenschaften in ihrem neuen Land zu bringen. Also eigentlich jemand, der untot ist und dann aussieht wie hier, was weiß ich nicht, der strahlende Ritter von nebenan. Dann haben wir hier einen Elf. Elfen leben zurückgezogen und tief verborgen im Wald und meiden andere Völker so weit wie möglich. Auch wenn viele sie um ihre Schönheit beneiden, so ist ihr Verhalten doch für viele unverständlich. Sie hoffen auf ihren ehrenhaften Tod und begeben sich daher oft absichtlich in Gefahr. In ihren Augen ist die größte Ehre, die Elfen zuteil werden kann, die Rache für vergangene Niederlagen. Ein Firan? Oh. Katzenwesen also so gesehen. Die rastlosen, nomadischen Firan durchstreifen die Wälder und sie werden getrieben von ihrem Traum, die Natur zu beschützen und erneut zu vergangenem Ruhm zu gelangen. Sie glauben fest daran, dass alles Leben, wie klein es auch ist, nicht nur wertvoll ist, sondern in der Natur eine wichtige Rolle spielt. Jeder Firan muss danach trachten, seine Bestimmung zu finden und seinen Beitrag zu leisten. Sehen schon mal interessant aus. Und dann haben wir noch die Harani. Harani sind Überlebende im wahrsten Sinne des Wortes. Manche tun, als
alles, um zum Erfolg zu gelangen, aber gehen dabei zugrunde. Harani allerdings tun, was auch immer notwendig ist, um zu leben. Praktisch verlangt, gerissen und familienorientiert überrascht es niemanden, dass die Stärke ihres neuen Königreichs, der ihres verloren gegangenen Königreiches, in nichts nachsteht. So, Portalmeister Urwald Zema. Natürlich weiß ich jetzt leider noch nicht, was es hier mit diesen ganzen Fähigkeiten zu tun hat. Dank ihrer schnellen Reflexe können die Firani ihren Körper im Fallen so biegen, dass sie sanfter landen, wodurch sich der Fallschaden um 20% verringert und Firani Bäume und Leitern 30% schneller erklimmen. Die Elfen, Ausdauertraining, geschmeidiger Fluss, also sie können gut schwimmen. Göttin ist jenseits, bekommen die nur einen Vorteil, wenn sie ihren Reich besuchen, wodurch ihre Werte nach der Wiederauferstehung doppelt so lange erhöht werden. Gut. So. Dann haben wir hier den Kriegerarchitekten. Aufgrund der vielen Aufstände und Bürgerkriege haben sie sich in Nuan zu schnellen Baumeistern entwickelt, sodass ihre Bauzeit für Häuser und Burgen 30% reduziert sind. Also hier kann man auch bauen, so wie es aussieht. Jetzt muss ich mich halt entscheiden. Die Harani haben halt hier Urwaldzähmer, können dann damit Besiedlung des Dschungels. Maldiven hat die Harani gelehrt, effizient zu arbeiten. Also sie bekommen hier mehr bei den ganzen Berufen. Und Portalmeister. Harani hat seinen Bewohner gezwungen, Reisen durch Einsatz von Portalen zu beschleunigen, was die Wirkzeit und die Cooldown der Fähigkeiten Rückruf verringert. Gut, das ist natürlich jetzt schwer. Wir spielen jetzt hier in der Free-to-Play-Variante, das heißt, wir können uns nur für einen Charakter entscheiden. Jeder weitere Charakter kostet entsprechend Geld. Ja? Und, ich kann mich jetzt nicht entscheiden zwischen den Nuyan und den Harani, wobei auch die Elfen und die Firan natürlich sehr nett sind. Wir nehmen mal die Harani, weil die können sich teleportieren. Und jetzt können wir das Erscheinungsbild machen. Und da seht ihr hier einiges, was ihr hier machen könnt, ne? Nur jetzt mal alleine an den Haaren kann man jetzt hier schon gut sehen, was uns da erwartet. Und da muss man wirklich gucken, was will man nehmen. Also die haben einen sehr weiblichen Gesichtszug, die Harani. Und ich liebe es, ein bisschen mit Farben zu spielen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich da jetzt total krasse Dinger da raushaue. Also ich gehe immer eigentlich hauptsächlich nach meinem Magier, den ich mal bei WoW hatte. Der hatte grüne Haare und deswegen werde ich auch mal grüne Haare nehmen. Aber jetzt suche ich natürlich noch irgendetwas, was entsprechend... Er sieht raus wie Mädchen. So. Gesicht auswählen. Jetzt kann ich hier noch... Achso, okay, muss ich dann später. Das Gesicht verändert sich immer nur ein bisschen. Ich muss meine Haare wieder neu machen. Was ist denn das? Wow. Augen, Details. Hier kann man auch noch ins Detail gehen. Aber wir machen es jetzt mal so. Ich mache jetzt hier auch nicht lange drum herum. Ich suche etwas, was mir halbwegs gefällt. Braunfarbe auswählen. Ah. Wow, schön das Grün, jawohl. Und Pupillenfarbe. Da nehmen wir hier was Schönes Blaues. Schön so ein Eisblau. Den Stil. Make-up für die Augen. Braucht er ein blaues Auge? Ne, braucht er jetzt eigentlich nicht. Gehen wir mal nach ganz vorne. Was haben wir denn? Oh mein Gott. Ein Mann mit Mascara. Oh, tiefes Augentief. So, Bart auswählen. So einen kleinen Bart hätte ich auch gerne. Oh, das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber ich hätte gerne etwas, was auch mir ein bisschen entgegenkommt. Ja, so könnte mir das schon mal sehr gut entgegenkommen. Klar, ich würde jetzt gerne hier den Bart noch perfekt anpassen. Wobei, doch, das kommt doch so ungefähr hin. Ja, und auch da die... Ah, die Lippenfarbe. Oh mein Gott. Komm. Ich hab Make-up drauf. Lassen wir das lieber. Ich möchte so einen ganz normalen Ton haben.
Ja, der sieht halbwegs normal aus. Die Bartfarbe, aber die muss auch wieder grün sein, ne? Ich bin einer mit grünen Haaren. So, die Haut. Und auch da haben wir die Möglichkeit, jetzt entsprechendes Alter zum Beispiel auszuwählen. Sehe ich wie ein alter Mann aus? Sehe ich aus wie ein Alien? Faltenintensität. Also hier kann man dann auch nochmal anpassen. Aber ich möchte nicht so glatt aussehen. Ja, so leicht älter. Das sieht doch gut aus. Das kann ich in meine Hautfarbe einstellen. Auch sehr dunkel, sehr hellhäutig. Sehr blass. Aber ich glaube, ich bleibe hier so bei den leicht orangenen Ton hier. Das gefällt mir sehr gut. So, und jetzt, also aussehen beibehalten. Nee. Oder? Nee. Da geht ja mein Bart total unter. Mein Gott, habe ich Nasenhaare. Damit könnte ich ja jetzt noch halbwegs leben, aber nee. Schönheitsfehler. Ich möchte eine Schramme haben. Ich hab einen Punkt. Narben. Guck mal, ich kann die Narbe sogar platzieren. Cool. Auch nicht schlecht. Also ihr seht, hier hat man viel Freiheit. Hier kann man wirklich alles frei platzieren. Und, hallo. Man kann hier sogar die Größe der Narbe anpassen. Das heißt also den Winkel. Und die Größe. Ja, das könnte mir doch glatt schon gefallen. Das lasse ich jetzt auch mal so. Also ich lasse den Typen jetzt so. Ich hoffe, man kann ihn später dann nochmal ändern. Aber ich glaube, da werde ich total Pech haben. Und ihr könnt sogar hier noch rein theoretisch ins Detail gehen. Die Gesichtsbreite. Ja. Die Stirnbreite. Also ihr könnt ja richtig so ein... Wenn ihr, sag ich mal, beispielsweise das mögt, so ein richtiger Klopper zu sein. Also weil ihr selber sagt, ich bin selber ein bisschen breiter. Hintere Wangenform. Komm, dann machen wir ihn jetzt mal hier... Richtig groß, Unterkieferumriss, Kieferbreite, Wangengröße und schon habt ihr hier. Ich esse gerne. So. Gut, dann. Skillset auswählen. So, bei was handelt es sich um diese Skillsets? Wir haben den Kampfeszorn. Das Skillset Kampfeszorn wird durch. Kyrios, den Gott der Vernichtung, symbolisiert. Die vernichtenden Angriffe seiner Anhänger bombardieren ihre Feinde unbarmherzig, bis sie schließlich blutüberströmt auf die Knie fallen und sich dem vernichtenden Sieg ergeben. Okay. Physische Schaden, Flüche. Ah, dann haben wir hier die Zauberei. Sieht auch sehr interessant aus. Und... Okay. Gut. Ich gucke jetzt nur mal auf die Animation, was mir so gefällt. Bogenschießen. Ist auch nett. Vitalismus. Wird von symbolisiert. Deren Aufgabe es ist, das Tor zum Traumreich zu bewachen, anstatt an der Realität teilzuhaben. Ihre Anhänger heilen gefallene Verbündete, anstatt blutigen Schlachten teilzunehmen und sorgen für die notwendige Unterstützung der Lebenskraft im Kampf. Okkultismus. Oh, die sehen richtig böse aus. Lebenskraft absorbieren, lebender Morast, Schreckensgespenst beschwören. Und dann haben wir noch die Schattenspiele. Das sieht aus wie so eine Assassine. Also ich schwanke zwischen Bogenschießen und Zauberei. Ich glaube, ich behalte mal die Zauberei. So, und ihr müsst natürlich noch einen Namen eingeben. Und dann nehme ich natürlich den... Ah, ob nur Tro geht, mal gucken. Darf ich mir noch einen Charakter erstellen, Tatsache? Okay, egal.
Harani schlagen keine Schlacht, die sie verlieren. Vor Äonen, im Krieg zwischen Göttern und Helden, wurden die anderen Völker vernichtet. Aber das Volk, das man jetzt Harani nennt, war schlauer. Sie wussten, wann sie kämpfen oder sich zurückziehen mussten. Wie sie überleben konnten. Auch wenn die Paläste in Auroria zu Staub wurden, blieb dieses eine Volk unversehrt. Die Göttin Nui versuchte, alle vor dem Krieg zu retten, ungeachtet ihres Volkes. Aber weder gemeinsamer Kampf noch Flucht konnte die unterschiedlichen Völker vereinen. Die Überlebenden erbauten ein neues Königreich in neuen Landen. Auch dieses Reich wurde zerstört von einem Prinz. Aber nahmen sie Rache? Nein. Der Prinz war mächtig. Wer überleben will, schlägt keine verlorene Schlacht. Sie verbrannten ihre Fahnen, überließen ihre Tempel der Wildnis und schufen eine neue Dynastie. Als Harani erschufen sie ein neues und mächtiges Königreich. Überleben und Gedeihen sind die beste Rache. Feinde sahen, wie die Harani mächtiger wurden. Das neue Imperium bot öde Savannen, grüne Steppen, eisige Gipfel und sonnige Felsen. Seit dem großen Exil hatte kein Volk etwas Vergleichbares erschaffen. Es stand an Schönheit und Reichtum selbst Auroria in nichts nach. Bis das Fatale geschah. Die Kaiserin starb. Der Erbe verschwand. Rivalen teilten sich das Reich. Viele verließen ihre Häuser in der Dschungelstadt. Es galt nicht als Risiko. Wahre Überlebenskünstler überleben überall. Vielleicht sind Kriminelle wie die Schattenfalken nur die Kehrseite. Auch sie tun, was nötig ist, um zu überleben, zu profitieren, zu gedeihen. Sie geben sich mit jedem ab, König oder Bettler, Ritter oder Dieb. Die meisten Harani wissen nicht, dass diese kriminelle Gilde ihren wahren Namen trägt. Auf Auroria waren Schattenfalken vor dem Krieg die ruhmvollsten und legendärsten Überlebenskämpfer. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Mausbuttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. Schön, dass sie mir meine Moderation wegnimmt. Danke, lieber Computer, dass du mir hier die Moderation weggenommen hast. Also mit WASD kann man jetzt hier steuern. Mit Q und E das seitliche Strafen, das man auch schon aus den anderen MMOs kennt. Mit dem Mausrad kann man sich hier wegdrehen. Und ja, da sind wir nun in dem Spiel. Das Spiel selber ist auch von Trion World. Manche kennen vielleicht Rift oder so. Oh, man kann hier nicht springen. Man kann nicht während des Laufens springen. Doch, kann man doch. Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren. Ah, du siehst fast aus, als wärst du für ein Abenteuer bereit. Da hast du Glück, denn der beste Wahrsager des Kontinents ist noch im Lager. Guck mal, hier, vorwärts, ne? Ha, ha. Koreanisch. Du solltest dir immer deine Drachenfrucht-Zukunft lesen lassen. Drachenfrucht-Zukunft? Oh mein Gott. Bevor du weiter hinauswanderst, dann weißt du, was dich erwartet und kannst dich darauf vorbereiten. Glücklicherweise gibt es frische Drachenfrüchte am Ende der Straße. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen NSC, um mit ihm zu sprechen, oder drücke F, um mit dem nächsten NSC in deiner Umgebung zu sprechen. Eine Quest an, wird diese automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt. Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Mein Pfeil. Wenn ich jetzt dahin laufe, seht ihr, dreht er sich. Also wir müssen genau da vorne hin. Aber das Tutorial lasse ich doch jetzt mal weg, oder? Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren. Boah. Mit den Tasten W. Jo, jetzt reicht's aber hier. Kann ich das irgendwo ausmachen? Minikarte? Achso, da. Aha! Hier, das ist übrigens die Minikarte.
Das ist die kleine. Das ist die große. Nein, nee, das ist die kleine. So. Reden wir mal mit ihm. Willkommen, Trot. Bist du bereit, dein Schicksal zu erfahren? Die Zukunft aus einer Drachenfrucht zu lesen, hat bei den Herani eine lange Tradition. Der Legende nach hat General Nadir immer einen Drachenflucht konsultiert, bevor er in den Krieg zog. Wenn du bereit bist, wähle eine Drachenflucht. Frische Früchte. Frische Früchte gibt es näher am Lager. Du kannst gefallene Früchte sammeln oder einen Drachenbaum pflücken. Wähle eine, die zu dir spricht und bringe sie zum Lageradministrator Hassan. Ist begabter Wahrsager. Viel Glück. Ernsthaft, ich muss jetzt eine Frucht auswählen, die mit mir spricht. Eine Frucht, die mit mir spricht. Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen. Spricht nicht mit mir. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Mit L? Ja. Ich will jetzt nicht. Hier spricht keine mit mir. Es hat keine von denen mit mir gesprochen. Na egal. Gehen wir mal zu Hassan. Oh cool, wer ist das denn? Komm, da steckt doch jemand drin, oder? Das ist doch niemals ein Tier hier. Ja, hier ist auch cool. Mit voll die coolen Glubschaugen. Warte mal. Schau mir in die Augen, Kleiner. Na? Okay, gehen wir mal zu Hassan. Hassan, was hast du zu sagen? Willkommen. Du willst mehr über deine Zukunft erfahren, nehme ich an? Dann lass mich mal die Drachenfrucht sehen, die du gewählt hast. Och, du liebe Güte, ich sehe, dass du wahrer Größe aufsteigen wirst. Doch diese Größe muss durch viele Herausforderungen erst gestählt werden. Können mit schweren Zeiten umgehen. Vergiss nicht, wir haben den gesamten Kontinent erobert, nachdem wir den Krieg mit dem Sichelmondthron verloren haben. So, jetzt bringen wir dein Obst als Opfergabe für Lukas Gunst dar. Okay, also, wo ist jetzt mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Mein Pfeil ist weg, gut. Also, in diesem Let's Play behandeln wir in dem Augenblick die Variante, wie weit kann man so ein Spiel eigentlich spielen, wie weit macht das Spiel überhaupt Spaß, wenn man es Free-to-Play spielt, ja? Daher nicht wundern. Wenn du auf dem Weg zum Granitsteinbruch bist, könntest du mir vielleicht helfen. An diesem Ort gibt es viele unbekannte Adern und ich glaube, sie machen einen... Und sie machen die Abbaumaschine kaputt. Die Erzdetektoren spielen immer verrückt, wenn sie eine finden. Manche Maschinen werden sogar feindselig. Eine hat mich mal bis hierher gejagt. Was? Aber der Aufseher weiß das nicht. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass jemand anders verletzt werden könnte. Bitte, wenn du ihm eine Probe des Erzes bringst, kann er versuchen, die Maschinen zu rekalibrieren. Hey, wir haben eine Quest. Dann gehen wir mal hin. So, der erste Part wird jetzt ein bisschen länger sein. Moment. Was ist das? Folgende Aktion fortsetzen. Entwurzeln. Was entwurzel ich denn da? Rosmarin. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Arbeitspunkte gesammelt? 5. 10 Arbeitspunkte verwendet? Hä? Warum habe ich denn welche gesammelt und dann wieder welche ver... Oh! Wir können kämpfen! Versuch im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Ja, ja, komm. Und... Aber ich hatte doch einen Magier ausgewählt, oder nicht? Geldbörse des Farmers. Verbrauche einen Arbeitspunkt, um den Beutel zu öffnen und den Inhalt zu prüfen. Okay, also so wie es aussieht, muss man dann später Arbeitspunkte kaufen. Also auch mal wieder eine ganz andere Variante.
Eine unbekannte Ader. Kann ich nicht nehmen. Aber wir können noch weiter kämpfen. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Auch nicht schlecht. Also, der Kampf verläuft hier fast identisch mit dem zu einem Kampf von jedem anderen MMO. Und was da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Egal, wir haben wieder eine Geldbörse, die nehme ich mal. Tutorial schließen, da haben wir es doch. Gut. So, jetzt haben wir jedenfalls das Tutorial nicht mehr. Unbekannte Ader. Aber wir müssen jetzt hier noch irgendwas suchen. Unbekannte Ader. Steinbrucharbeiter, muss ich zu dem? Ne, zu dem muss ich noch nicht. Ob man es glaubt oder nicht. Doch, zu dem muss ich. Dämliche Maschinen schon wieder im Eimer. Aber wo muss ich dann hin? Hier hin? Hä? Der Pfeil zeigt mir doch... Okay, mein Pfeil zeigt mir hier hin. Ah, die unbekannte Ader kann ich abbauen. Achso, weil da ein Ausrufezeichen drüber ist. Okay. Und jetzt sprich mit Tamor. Tamor. Okay, machen wir den jetzt nochmal platt. Was ist das? Instrument spielen. Ah, okay. So. Benutzen. Oh, cool. Hier kann ich einen Kran benutzen. Und was kann ich damit? Okay. Jetzt habe ich es unten. Und was kann ich von da oben? Hm. Gut, dann gehe ich halt mal weiter. Den müssen wir jetzt auch nochmal umhauen. Was haben wir da? Tanzen, schwing die Hüfte. Oh yeah. Mm. Ah, yeah, yeah, yeah. You, yeah. Boom. Kampfbeginn. Combo-Effekt. Ach, wenn man mehrmals hintereinander drückt, die ganze Tasten, kann man ein Combo loslassen. Okay, das heißt, also hier könnt ihr es nochmal sehen. Ein Schuss, zwei Schuss. Bam. Ich habe jetzt nur die ganze Zeit auf Feuer gedrückt. Alles nehmen. Alt. Alles nehmen. Ich habe jetzt noch gar nicht das Inventar und so weiter gesehen, ne? Also gucken wir mal. Oh, das ist Charakterinfo. Und das ist dann das sehr einfach gehaltene Charakterinterface. Das hier ist der Marktplatz. Den wollen wir jetzt noch nicht. Wo ist da? Da ist das Inventar. Und dann haben wir schon vier dieser Beutel. Und jeweils brauche ich einen Arbeitspunkt. Aber wo sehe ich meine Arbeitspunkte? Wo haben wir meine Arbeitspunkte? Charakterinfo, Beutel, Questbuch, Skillfenster, Karte, Handwerk, Handwerk. Handelsinfo, nein. Community, Ranginformationen und Optionen. Okay, gut. Nun gut, dann wollen wir mal weiter zu dem Typen da hinten. Der verlangt ja nach uns. Und damit können wir sprinten. Ui, da bin ich. Dann sind also die Felsen die Ursache für meine Maschinenprobleme. Ein Versuch ist es wert. Wir haben gutes Geld für Erzdetektoren gezahlt und ich brauche sie. Aber das ist mein Problem. Falls du weitere Aufgaben suchst, wie ich höre, können sie drüben in Hatora Hilfe brauchen. Und das ist dann Hatora, oder was? Nun gut. Ah, da. Arbeitspunkte. Wenn du online bist, regenerierst du alle 5 Minuten 5 Arbeitspunkte.
Offline erhältst du keine Arbeitspunkte. Na super. Muss ich auch noch stehen bleiben. Und was ist das da? Da liegt ein Umschlag bei mir davor. 77,6%. Sind das die Erfahrungspunkte? Ja, das sind die Erfahrungspunkte. Wollen wir mal ein Level erreichen? Ohne jetzt hier groß zu questen. Aber okay, so wie ich das sehe. Gibt es jetzt hier so spontan keine Möglichkeiten. Also gehen wir mal doch hier zum Händler. Händler. Ich muss mit Hattora... Ich muss in Hattora eine Lieferung abholen. Der Clan braucht sie dringend. Es treiben sich immer noch Klammmeuchler in der Gegend herum. Willst du nach Hattora? Vielleicht könntest du helfen, die Straßen frei zu machen. Wenn du etwas von dem Diebesgut wiederfindest, das in letzter Zeit gestohlen wurde, pass gut drauf auf. Sicher würde das jemand gerne zurückhaben. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du mithelfen würdest, die Straße wieder sicher zu machen. Wenn du dort angekommen bist, geh zu Timu. Sie ist auf der Suche nach Gehilfen. Also die Sounds hier so à la Sims finde ich dann doch schon ein bisschen komisch. Oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Die fängt ja fast an zu weinen. To, hast du Toto gesehen? Meinen Welpen? Ich habe ihn in der Nähe bellen hören. Kann ihn aber nicht finden. Oh, jetzt ich. Julie, bekommst du keinen Ärger, wenn du deine Aufgaben nicht erledigst? Ich suche deinen Hund. Beende du deine Arbeit hier, okay? Bitte. Du liegst mir voll am Herzen. Mann. Du machst es. Oh, du bist echt toll. Ich verspreche, dass ich sofort meine Aufgaben erledigen werde. Gut, also jetzt darf ich noch von Julie den Hund suchen. Ein vermisster Hund. Zum Glück gibt es einen Pfeil. Ne? Ohne Pfeil wäre das ja alles hier Plasmalader. Was auch immer das heißt. So. Hier sind Banditen. Komm. Und bam, bam, bam. Bam, bam. Ah, und die andere bleibt einfach mal stehen. Passt. Mein Kollege, der verbrennt gerade. Ist mir vollkommen egal. Zack. Immer schön mit dem Pfeil. Wow, die hat's aber drauf. Auch schön, man kann im Kampf nicht ranzoomen. Ja, ihr seht ja, ich scrolle. Erst jetzt geht es. Wenn der Kampf vorbei ist. Gut. Aber wir wollen ja hier jetzt noch ein bisschen den Weg sicherer machen. Wow, 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 wow. Okay, gut. Wo war ich denn gerade? Ich war jetzt gerade hier noch weiter. Ich mach mal ganz kurz mein Handy ein bisschen leiser. Das ist nämlich gerade ein bisschen störend. So, ein Skillpunkt gesammelt. Skills aufrufen. So, und mit diesem Skillpunkt möchte ich mich dann auch gleich eigentlich verabschieden. Aber erstmal ganz kurz. Frostfall. Komm, den nehmen wir jetzt noch dazu. Den Frostfall und den testen wir auch noch aus, oder? Frostfall. Und. Nein, den kann ich gar nicht immer hin und her. Aha. Dumme KI. Cool. So, jetzt haben wir es natürlich hier gleich schon mal wieder um Massen sicherer gemacht. Und sammeln konnte ich jetzt hier nur eins. Geldbörse des Farmers. Wow, Klammneuchler. Gut. Da ist Toto. Toto. Und wir haben wieder 5 Arbeitspunkte gesammelt. Ah, da bist du ja, Toto. Mensch, du bist ja ein Feiner. Toto bellt ja viel verrückt. Was ist? Hey, da liegt ja eine Leiche vor dem Drachenfruchtalter. Na super, der Hund hat eine Leiche gefunden. Ein unbekannter Mann. Also ganz im Ernst, frage ich mich das jetzt gerade wirklich? Ist er tot? Natürlich ist er tot. Ups. Okay. Ich sag doch, der ist tot. Zu beschützen, was wohl darin ist. Ich sollte sie zu Tumon in der Stadt bringen. Er wird wissen, was zu tun ist. Kann ich den jetzt plündern? Kann ich den plündern?
plündern? Nein, kann ich nicht. So, dann gehen wir jetzt noch auf in die Stadt und haben dann damit alles erstmal erledigt. Jetzt ernsthaft? Was kann ich denn hier? Kann ich Licht anmachen oder was? Nein! Licht an, Licht aus. Zack. Na gut, dann laufen wir mal. I'm running, running, running. Schnell zum Ziel und... Was hat der denn da für Zuckung? Naja, nun gut. Wir wollen uns jetzt hier nicht um Zuckungen kümmern. Wir wollen jetzt hier in die Stadt. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.